Willkommen zu Flower Factor. Mein Name ist Brigitte Heinrichs. Ich bin Floristmeisterin aus Deutschland und ich möchte euch heute etwas zeigen mit einer Styroporkugel, mit Wachs, flüssigem Wachs und Stoff. Zuerst schmelze ich die Kerzen in einem alten Topf. Dann habe ich eine Schüssel, eine ganz alte Schüssel, da ist Wasser drin. In dieses Wasserbecken kommt ein alter Topf und da dann die Styroporkugel mittig drauf. Dann tauche ich in dem Fall den Stoff ins flüssige Wachs und lege das Stück auf die Styroporkugel. Das wiederhole ich mehrere Male, bis dass die ganze Kugel mit Stoff abgedeckt ist. Eine andere Möglichkeit ist das wunderschöne Graspapier. Dieses neuartige Papier beinhaltet 50% Gras und manchmal sieht man auch noch ein bisschen was von der Struktur und man fühlt auch, dass die Oberfläche nicht ganz glatt ist. Bevor ich jetzt mit der Arbeit weitermache, zeige ich euch zunächst, wie ich diese Holzscheiben verarbeiten möchte. Dazu muss ich die erstmal andrahten und ich zeige euch jetzt mit Steckdraht diese Holzscheiben so vorbereitet, dass man sie stecken kann. Dazu schneide ich zunächst einmal die Holzscheibe. Mit dem Seitenschneider spitze ich den Draht zunächst an. Dann greife ich den etwa 1 cm vor dem Drahtende und schneide ein bisschen in den Draht rein, setze den Draht auf die Holzscheibe und schlage jetzt mit dem Seitenschneider. Jetzt ist der Draht in der Holzscheibe und kann so verarbeitet werden. Wie gesagt, man kann einige unterschiedliche Materialien benutzen, also entweder Stoff, Papier, aber auch Wolle oder Filz. Und je nach Material braucht es länger zum Abkühlen. Bei Papier und Stoff geht das recht schnell, bei Filz braucht es ein bisschen länger. Und ja, jetzt ist fertig, jetzt ist Steckmasse in der Form und jetzt kann ich mit Blumen anfangen. Um den Tisch vor Wachsflecken zu schützen, kann man die Arbeit einfach auf einen simplen Teller stellen. Eine solche Arbeit kann für unterschiedliche Gelegenheiten genutzt werden, für Hochzeiten, aber auch für alle möglichen Events, auch Geburtstage natürlich. Und dann auch in verschiedenen Farben, Größen, zu verschiedenen Jahreszeiten und mit unterschiedlichen Blumen.